Die Schlepper machen derzeit damit Werbung, dass sie sagen, Europa ist offen. Wenn du nach Europa kommst, darfst du sofort arbeiten. Sie beziehen sich damit auf die Situation in der Ukraine. Die haben die Ukraine-Situation sofort ausgenutzt. Das Marketing der Schlepper ist rasch und brutal. Und da ist es eben ein Fakt, dass das auch in Indien gemacht wird oder auch Marokko, Tunesien, das Erste. Dann diese Länder oder Staatsbürger aus diesen Ländern dürfen über Istanbul bzw. Belgrad, Serbien visafrei einreisen. Das heißt, die kommen mit dem Flugzeug bis beispielsweise nach Serbien und den Weg zu den Schleppern oder umgekehrt, die Schlepper suchen sich dann diejenigen, die eingereist sind und sagen, pass auf, wenn du in Serbien arbeitest, verdienst du die Hälfte oder nicht einmal die Hälfte von dem, was du vielleicht in Europa, Österreich, Deutschland oder Frankreich verdienst. Und so begeben sich diese Menschen in die Hände von Schleppern und kommen dann eben bis nach Österreich. Und im Juli war es tatsächlich so, dass die Inder der Antragstärksten waren.